Da waren zwei Zecken dran, die wollten versuchen, meinen Hoden zu fressen. Jetzt muss ich schon wieder durch dieses hohe Gras hier rumlaufen. Ich muss fast eine ganze Stunde laufen. So weit bin ich von der Zivilisation entfernt. Wenn ich bald in der Ortschaft angekommen bin, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die erste warme Mahlzeit nach 7 Tagen. Der einzige Imbiss, der hier ist, hat heute Ruhetag. Heute ist Tag 8, Abreisetag, und ich fühle mich so dreckig wie eine Kalkablagerung aus dem letzten Abflussrohr. Und ich freue mich später, wie ich zu Hause angekommen, auf die Dusche. Damit ich mich so richtig frisch fühlen tue. Und genau, heute ist Tag 8 und darauf male ich einen Strich. Und einen Haken, damit jeder weiß, dass ich den Selbstversuch 7 Forest Wild Selbstversuch ohne Gegenstände erfolgreich gemacht habe. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar Stunden verweilen. Weil ich bin ja bei Tag 1 habe ich erst kurz vor 18 Uhr gestartet. Deswegen muss ich noch einige Stunden verweilen. Es sind gerade ganz viele leichte Wolken am Himmel. Und weil die vor der Sonne stehen, kommen dann nur ganz leichte Sonnenstrahlen durch. Aber diese leichten Sonnenstrahlen, die werde ich jetzt einmal mitnehmen. Deswegen laufe ich nach da lang und werde mich kurz sonnen. Also diese leichten Sonnenstrahlen mitnehmen. Weil mir ist noch ein bisschen kühl von der Nacht. Weil ich habe schon wieder, wie wirklich jede Nacht, habe ich schon wieder gefroren. Also jede Nacht, wo ich hier gepennt habe, habe ich gefroren. Das war jede Nacht total anstrengend. So, ich bin jetzt hier und da drüben ist diese Sonne und da sind ganz leichte Wolken im Weg, sodass da ganz leichte Sonnenstrahlen durchkommen. Und diese leichten Sonnenstrahlen, genau, die nehme ich jetzt gerade etwas mit, um mich so ein bisschen aufzuwärmen. Deswegen stehe ich hier erstmal ein bisschen rum. Und diese Viecher, die haben mich ja die ganzen letzten, also jeden Tag genervt. Also die sind jedes Mal auf mich draufgefallen und sowas. Aber das habe ich schon sehr oft gesagt innerhalb dieser Videoserie. Aber genau, das sind richtig nervige Raupen. Die haben mich belästigt. Geprost. Und jetzt werde ich erstmal ein paar Bierpowers machen gehen. Ich grüße Eddie Paletti. Das war ein Bierpower gewesen und nicht mehrere. Mir ist zwar noch etwas kühl, aber ich muss unbedingt gekühltes Wasser trinken. Extra, damit mir noch kälter wird und damit mein Durst gestillt wird. Guck mal diesen Punkt hier. Das ist eine kleine Zecke. Den muss ich entfernen, weil der möchte mich fressen. Und Borreliose in meinen Körper reinspritzen. Deswegen muss dieser entfernt werden. So, ich habe den abgemacht. Und hier ist auch eine Zecke. Die möchte mich auffressen und Borreliose in meinen Körper reinspritzen. Der muss auch abgemacht werden. Ich habe die beiden Zecken, die ich gerade gefunden habe, abgemacht. Erfolgreich. Mit Kopf. Ich habe alle Zecken mit Kopf entfernt, die ich die letzten 7 Tage bekommen habe. Mit meinen bloßen Händen. Ich sitze jetzt gerade auf keine Ahnung was rum. Und guck mal hier, die Sonne scheint. Aber leider nicht vollwertig, weil da die ganze Zeit diese leichten Wolken im Weg sind. Die sind ständig vor der Sonne. Ich hoffe, dass der gleich stärker scheint. Weil ich habe voll Bock auf die Dreischepperung. Es muss so richtig raufklatschen. Und die hier, die sind immer noch giftig, glaube ich. So, ich habe hier so ein bisschen rumgesessen. Und die Sonne ist da oben. Und wo die Sonne gerade steht, vermute ich mal sehr stark, dass wir spät Vormittag, vielleicht sogar schon Mittag haben. Aber genau, so ungefähr schätze ich das jetzt gerade die Tageszeit ein. Genau.
Und wisst ihr, warum der Fluss, aus dem ich die gesamte Woche getrunken habe, so kalt ist? Weil der Fluss, aus dem ich die gesamte Woche getrunken habe, kalt ist. Und deswegen werde ich schon wieder diesen kalten Fluss trinken. Weil der Fluss kalt ist. Also ich sitze hier schon die ganze Zeit rum und irgendwie kommen immer wieder viel zu wenig Sonnenstrahlen durch. Durch diese leichten Wolken. Das nervt. Es soll noch mehr Sonnenstrahlen durchkommen, damit es warm wird. Ich kann mich die ganze Zeit aufregen, weil das Wasser ist ja so kalt. Also dieses Flusswasser ist so kalt. Deswegen muss das aufgewärmt werden. Leute, irgendwie ist das genauso wie gestern. Da ganz hinten, da ist irgendwie blaues Himmel. Also gut, vielleicht die eine oder andere vereinzelte Wolke, aber sonst ist da ganz viel blaues Himmel. Aber genau da, wo die Sonne ist, da sind Wolken davor. Das mag ich nicht. Das soll andersrum sein, dass da ganz hinten ganz viele Wolken sind und vor der Sonne blaues Himmel, damit das hier angenehmer wird. So komisch ist das Klima hier. Ich habe gerade meinen Hoden kontrolliert und da waren zwei Zecken dran, die wollten versuchen, meinen Hoden zu fressen und Borreliose reinzuspritzen. Und deswegen habe ich die sofort mit Kopf entfernt. Und das waren so richtig kleine Mini-Zecken gewesen. Die waren richtig klein. Das war richtig anstrengend, die rauszuholen. Wie ihr wisst, habe ich am ersten Tag den Selbstversuch kurz vor 18 Uhr gestartet und theoretisch müsste ich ja heute bis kurz vor 18 Uhr hier bleiben. Aber ich mache mir sehr große Sorgen, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Ob ich heute mein Zuhause erreichen werde, wenn ich erst um 18 Uhr losgehe. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich etwas früher als 18 Uhr abhauen werde, weil die nächste Tour ist geplant und ich muss heute zwingend mein Zuhause erreichen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, im Bahnhof zu pennen. Das habe ich erst vor kurzem gemacht, weil ich den letzten Anschluss nicht bekommen habe. Allerdings hatte ich da Isomatte und Schlafsack da gehabt und heute habe ich halt nichts dabei. Und genau, ich muss auf jeden Fall heute mein Zuhause erreichen und deswegen werde ich voraussichtlich früher als 18 Uhr losgehen. Und weil mir die Verbindung von Bus und Bahn nicht bekannt sind aus dem Kopf, werde ich jetzt die Plombe öffnen, mein Handy rausholen und nach der nächsten Verbindung suchen. Und ich schätze mal, dass wir es jetzt so, also von der Sonne her, bestimmt so zwischen 12 und 14 Uhr haben. Aber die genaue Uhrzeit werden wir jetzt gleich auf mein Handy feststellen. Nachdem ich die Plombe hier geöffnet habe. Achso, ich wollte euch das auch nochmal zeigen. Beweisen, dass das die ganze Zeit zu war. Ich habe ja zwei von denen hier dran gemacht. Dass man das so sonst nicht öffnen konnte. Ja. Genau, die mache ich jetzt auf. Das geht irgendwie sehr schwer auf mit den Steinen. Ich glaube, ich mache das anders. Jawohl, so funktioniert das viel besser. Ah, vielleicht ist mein Handy hier drin. Ah ja, hier. Hier ist mein Handy. So, ich bin sehr gespannt drauf, wie spät wir es haben. Ja, den PIN zeige ich nicht, aber genau. Hier, 13.30 Uhr. Genau. Mittwoch, 31. August, 13.30 Uhr haben wir heute. Obwohl hier oben LTE drauf steht, habe ich trotzdem hier keine Internetverbindung hier unten. Und deswegen gehe ich nach da oben hoch und noch ein bisschen weiter nach oben. Und da gibt es auf jeden Fall Internet, das weiß ich. Deswegen laufe ich jetzt einmal da oben hoch und gucke nach der richtigen Bahnverbindung.
okay, ich habe eine Verbindung gefunden. Und zwar, ich muss um 15 Uhr losgehen. Das sind 3 Stunden, die ich zu früh losgehe. Mein Bus würde irgendwann kurz nach 17 Uhr kommen. Aber ich habe 2 Stunden dazu berechnet, weil ich brauche noch eine ganze Stunde zu Fuß bis zur nächsten Ortschaft. Und wenn ich bei der nächsten Ortschaft angekommen bin, dann will ich auf jeden Fall erstmal ein Bier kaufen gehen. Und die erste warme Mahlzeit nach 7 Tagen und 7 Nächten. Und da freue ich mich richtig drauf. Und so einen Einkauf möchte ich auch noch machen, bevor die Rückreise tatsächlich, bevor die Rückreise beginnt. Ich hoffe, dass das für jeden in Ordnung ist, dass es wegen den öffentlichen Verkehrsmitteln 3 Stunden früher los muss. Und genau, ich werde jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen, zu dorthin, wo meine Tasche ist und so. Um dort noch 1 Stunde zu chillen, bevor ich loslaufe. Genau, das mache ich jetzt. Ach, muss ich schon wieder durch dieses hohe Gras hier laufen, wo diese ganzen widerlichen Zecken hier da sind. Und meine Beine hier fressen. Und mir versuchen, irgendwie Borreliose reinzuspritzen. Jetzt muss ich den ganzen steilen Weg hier runter. Ich bin unten. Und das hier, das ist meine Hütte von der Arschseite. Das sieht so aus. Seht ihr das? So, wir haben jetzt 15 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt zur Zivilisation zurückkehren. Das heißt, ab jetzt ist mein 7V's Wald Selbstversuch ohne Gegenstände beendet. Aber ich werde noch die ganze Rückfahrt dokumentieren. Ich werde erstmal zur Zivilisation hinlaufen. Jetzt muss ich schon wieder diesen ganzen Weg hier hochlaufen. So, jetzt noch ein letzter Blick nach unten. Da, das ist meine Location, wo ich diesen Selbstversuch gemacht habe. Genau. Und jetzt geht's zurück. Jetzt muss ich schon wieder durch dieses hohe Gras hier rumlaufen, wo hier diese ganzen Zecken hier versuchen, mich dann zu fressen. Und Borreliose um sich herum spritzen. Aber dauert nicht mehr lange, bis ich dann gleich auf dem Weg bin. Ich muss nur noch hier durch. So, ich bin hier auf diesen Wanderweg drauf. Und dieser Wanderweg, der führt direkt zur nächsten Ortschaft hin. Also da, wo später mein Bus fährt. Ich muss fast eine ganze Stunde laufen. So weit bin ich von der Zivilisation entfernt. Wenn ich bald in der Ortschaft angekommen bin, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die erste warme Mahlzeit nach 7 Tagen. Und aufs Bierchen. Aus so einem richtigen Pilz. Da freue ich mich gleich richtig drauf. Prüfen, wie das gleich schmeckt. Ich glaube, das schmeckt gleich richtig geil. Achso, jedes Mal, wenn ich draußen penne, hinterlasse ich meinen Pennplatz. Immer so, wie ich den vorgefunden habe. Also ich nehme immer alles an Müll mit. Außer dieses Mal. Also, naja, ich habe keinen Müll produziert. Und zwar diese Hütte. Dieser Shelter, den ich da gebaut habe. Den habe ich da gelassen. Weil erstens, wenn ich den jetzt abbauen würde, das würde extra Energie kosten und Zeit. Dann, das ist sowieso Naturmaterialien. Dann habe ich gesehen, dass da ganz, ganz viele Tiere drin sind. Also hier Insekten und sowas. Und den Lebensraum will ich den nicht zerstören. Dann für einen Fall, falls sich ein Mensch verirren sollte, dass er dort an der Stelle einen Unterschlupf hat. Und für den Fall, falls ich eines Tages doch mal hier in dieser Umgebung sein sollte, dann würde es mich extrem interessieren, ob diese Hütte überhaupt noch da steht. Also mein Shelter. Genau, nur aus diesen Gründen habe ich das da gelassen. Also, ich habe es nicht abgebaut. Ich glaube, ich bin schon sehr, sehr nah an der Ortschaft dran. Hier vorne sind schon die ersten Häuser. Das finde ich gut. Es dauert nicht mehr lange, bis ich endlich gleich warm fressen kann. Jawohl,
Ich bin in der Zivilisation zurückgekehrt. Jetzt muss ich was zum Fressen finden. Ein Fressgeschäft oder und ein Biergeschäft. Oh Scheiße, der einzige Imbiss, der hier ist, hat heute Ruhetag. Und dann gibt's hier noch zwei Restaurants, die haben beide bis 17 Uhr Mittagsruhe. Das heißt, ich muss noch eine ganze Stunde warten, bis sie offen haben. Weil wir haben jetzt gerade 16 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt zum nächsten Biergeschäft hinlaufen, um dort erstmal ein Bier zu trinken. Bevor ich dann später fressen tue. Ich war gerade einkaufen gewesen und das hier, das ist mein erstes Bier nach 7 Tagen. Der wird jetzt geöffnet. Geprost! Richtig schmackhaft. Wir haben jetzt 17 Uhr und eigentlich müssten jetzt die ganzen Restaurants wieder öffnen, aber mein Bus, der kommt gleich. Das heißt, ich habe keine Zeit, um nach 7 Tagen die erste warme Mahlzeit jetzt zu fressen. Das heißt, ich fahre erst mal Bus und vielleicht beim Umsteigehaltestelle oder so fresse ich mal was Warmes. Irgendwie so. So, ich glaube, genau das mache ich. So, ich bin jetzt in einer Umsteighaltestelle und weil ich noch ein bisschen Umsteigzeit habe, habe ich hier aber diesen Imbiss, das hier geholt. Und das hier, das ist meine erste Mahlzeit nach sieben, also meine erste warme Mahlzeit nach 7 Tagen. Das schmeckt. Es wurde absolut höchste Zeit. Ich bin wieder zurück, ich bin wieder zu Hause und das hier, das ist so ein richtiger Hardcut. Ein richtig mieser Hardcut. Der ist sogar so hart, dass ich jetzt gerade am Schnitt von diesem Video hier sitze. Und weil ich war zu faul gewesen, an Tag 8 nochmal zu filmen, wo ich zu Hause angekommen bin. Und als ich zu Hause angekommen bin, da habe ich mich auf jeden Fall auf die Dusche gefreut und dass ich mal wieder vernünftig Zähne putzen konnte. Und endlich diese dreckigen Fingernägel machen konnte auch noch. Die waren so richtig widerlich und dreckig gewesen. Die waren richtig verpegt. Da war ganz viel Plack und Dreck dran. Besonders bei Tag 8. Das war cool gewesen, die dann endlich wieder zurechtzuschneiden und sauber zu machen. Und eine Sache hatte ich vergessen gehabt, und zwar bevor ich mit Tag 1 gestartet habe, da habe ich mich auf die Waage gestellt, aber ich habe vollkommen vergessen gehabt, das zu filmen, das zu dokumentieren. Und das finde ich richtig scheiße. Aber ich weiß genau, dass ich mich auf jeden Fall 74 Kilo gewogen hatte. Und als ich wieder zurückkam, da hatte ich nur noch 68 Kilo gewogen. Also ich habe ganze 6 Kilogramm in diesen innerhalb diesen Selbstversuchs abgenommen. Aber ich habe die 6 Kilo nach wenigen Wochen wieder drauf bekommen. Und als ich die erste Mahlzeit hatte, das war Pasta mit Dönerfleisch gewesen, da habe ich nur den halben Teller geschafft, weil mein Magen noch so klein war, so ungewohnt und so weiter. Ich habe es wirklich nicht mehr geschafft. Nur diesen halben Teller. Die andere Hälfte, die habe ich dann eingepackt und dann mit nach Hause genommen, damit ich das am Abend nochmal aufwärmen konnte. Das hat 3 bis 4 Tage gedauert, bis ich meinen Magen wieder zurückgewöhnen konnte. Dass ich wieder normal fressen konnte. Die normale Menge. Und guck mal, ich habe mir über meine verranzten Gehirnzellen nachgedacht, diese ganzen 8 Teile nochmal in ein großes Video zusammenzuschneiden fürs nächste Mal. Bloß etwas überarbeitet. Und dass die unwichtigsten Stellen rausgeschnitten werden. Ich glaube, genau das mache ich. Fürs nächste Mal. Und der 7 Tage Selbstversuch war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung gewesen. Vielleicht wiederhole ich das irgendwann nochmal. Oder mach was Ähnliches. Ich glaube, genau das mache ich irgendwann. Hier vorne geht's um mein ursprünglicher 7VS Wald Bewerbungsvideo. Für Staffel 2. Das müsst ihr euch alle geben. Das verpflichte ich euch. Ich bin ein richtiger Überallpenner.